Hallo ihr Lieben, mein Name ist Markus von Ergotopia und wir machen heute zusammen ein Arm-Workout für straffe und definierte Armmuskeln. Generell besteht das Workout aus 7 Übungen, bei denen wir uns so langsam von den Schultern über den Bizeps und Trizeps runterarbeiten zu den Unterarmen, sodass wir den gesamten Arm einmal abgedeckt haben. Und diese 7 Übungen werden wir in 2 vollen Durchgängen machen. Für das Workout brauchst du zum einen Kurzhanteln, du kannst aber auch Wasserflaschen nehmen und du brauchst auch noch einen Stuhl. Das Gewicht der Kurzhanteln solltest du so wählen, dass du dein Workout wirklich mit mir mitziehen kannst, denn wir werden 45 Sekunden lang in die Belastung gehen, also die Übung ausführen, und dann 15 Sekunden lang haben wir Pause, in der ich dir schon mal die nächste Übung zeige. Das heißt, wähle dein Gewicht nicht zu hoch, nimm erstmal ruhig ein etwas niedrigeres, dass du wirklich diese 45 Sekunden auch mitmachen kannst. Ansonsten sind wir gut vorbereitet und können direkt loslegen. Ganz viel Spaß! Unsere erste Übung werden jetzt Seitheben sein. Dafür werden wir im Stehen mit gestreckten Armen die Kurzhanteln an der Seite hochheben und wieder senken. Wir legen los, 45 Sekunden. Achte dabei darauf, dass du einen geraden Stand hast und deine Arme durchgestreckt sind. Deine Ellenbogen können leicht gebeugt sein und dann willst du die Kurzhanteln so weit nach oben heben, dass die Hände ungefähr auf Schulterhöhe kommen und dann wieder senken. Versuche die Bewegung möglichst ruhig und gleichmäßig auszuführen, also nicht zu hektisch zu sein und auch hier keine Ausweichbewegungen zu machen, sondern wirklich nur im Schultergelenk die Bewegung auszuführen. Als nächste Übung machen wir dann weiter mit Frontheben. Jetzt werden wir die Kurzhanteln vor unserem Körper mit gestreckten Armen heben und senken. Wir legen los, 45 Sekunden. Achte dabei darauf, dass du die Hanteln von oben greifst, also deine Handrückseite zur Decke zeigt. Dann wieder ein aufrechter Stand, die Ellenbogen leicht gebeugt und auch hier wieder die Hände so weit heben, dass sie ungefähr auf Schulterhöhe kommen und dann wieder senken. Wenn du willst, kannst du auch alternierende Bewegungen machen, das heißt abwechselnd die Arme heben, sodass du immer eine etwas längere Pause pro Arm hast, wenn er unten ist und da so ein bisschen entlasten kannst. Als nächste Übung machen wir dann weiter mit Stuhldips. Jetzt brauchst du deinen Stuhl, dann werden wir uns auf die Stuhlkante setzen, mit den Händen an die Kante greifen, nach vorne rutschen und dann die Dip-Bewegung an der Stuhlkante ausführen. Wir legen los, 45 Sekunden. Achte dabei darauf, dass deine Hände an der Stuhlkante so greifen, dass die Finger Richtung Füße zeigen und du möglichst nah mit dem Rücken an der Stuhlkante bleibst. Wenn du das Gewicht einstellen willst, kannst du entweder die Füße weiter nach vorne nehmen, dann wird das Ganze etwas schwerer, oder die Füße etwas zu dir heranziehen, dann wird es leichter, weil du das Gewicht mehr an die Beine und Füße abgeben kannst. Und versuche dann nur im Ellenbogengelenk zu arbeiten, also wirklich das Ellenbogengelenk nur zu beugen und zu strecken. Und dann wirst du merken, dass das so einen schönen Zug auf deinen Trizeps ausübt und du hier super den Trizeps und den Schultergürtel trainieren kannst. Okay, als nächste Übung machen wir mit den Bizeps Curls weiter. Diese Übung kannst du entweder im Sitzen oder im Stehen ausführen und dann werden wir die klassische Bizeps-Curl-Bewegung machen, also das Ellenbogengelenk beugen und strecken, um unsere Bizepsmuskulatur zu trainieren. Wir legen los, 45 Sekunden. Achte hier darauf, dass du deine Schulterblätter so ein bisschen hinten zusammenziehst und dann wirklich aufrecht sitzt oder stehst und dann diese Bewegung ausschließlich im Ellenbogengelenk ausführst. Also hier nicht im Schultergelenk mitarbeiten oder irgendwie Schwung holen, sondern wirklich nur aus der Kraft des Bizeps heraus dein Ellenbogengelenk beugen und strecken, sodass deine Hände schon fast die Schulter berühren können und dann wieder sich senken und der Arm gestreckt ist. Wir wollen hier die Hanteln von unten greifen, sodass du dann quasi mit der Handfläche Richtung Decke zeigst und dann ja eben hier durch diese eingedrehte, supinierte Bewegung den Bizepsmuskel noch ein bisschen besser reizen können.
Die nächste Übung sind dann die Trizeps Overheads. Diese Übung kannst du auch wieder entweder im Stehen oder im Sitzen ausführen. Dann wollen wir die Arme gestreckt über den Kopf nehmen, entweder mit einer oder mit zwei Hanteln und dann auch hier im Ellenbogengelenk beugen und strecken und den Trizeps trainieren. Wir legen los, 45 Sekunden. Du kannst dir gerne mit einer Hantel anfangen, weil das etwas leichter ist, und dann diese Hantel am Hantelkopf greifen, die Arme gestreckt über dem Kopf, also so, dass sie wirklich senkrecht über dir zum Boden gehen, und dann hier auch wieder ausschließlich im Ellenbogengelenk beugen und strecken, dass wir hier wirklich die Trizepsmuskulatur treffen und diese kräftigen können. Okay, wir kommen zu der nächsten Übung. Das sind jetzt die Unterarm-Curls vorne. Und mit diesen wollen wir jetzt unseren Unterarm trainieren. Deine Ellenbogen kannst du gleich auf den Oberschenkeln ablegen und dann im Handgelenk beugen und strecken. Wir legen los, 45 Sekunden. Versuch, deine Arme so abzulegen, dass deine Handgelenke frei in der Luft hängen, sodass du sie wirklich dann einmal komplett strecken kannst, ohne dass deine Knie im Weg sind, und sie dann so weit wieder zu beugen, wie es geht, und hier wirklich dann deine Unterarmmuskulatur einmal aktiv zu nutzen und zu kräftigen, um diese Bewegung auszuführen. Wir kommen zu der anderen Seite, das heißt, wir drehen die Hanteln einmal um, sodass wir jetzt den Obergriff haben, und wollen dann die Rückseite unserer Unterarme trainieren und genau die gleiche Bewegung andersherum ausführen. Auch hier wieder 45 Sekunden, wir legen los, und genau das gleiche hier auch, deine Ellenbogen so ablegen, dass deine Handgelenke wieder frei in der Luft sind und wirklich den maximalen Bewegungsspielraum ausnutzen können. Und dann auch hier wieder den Bewegungsradius auch wirklich so ausnutzen, dass du die Hanteln so weit nach oben hebst, wie es geht, und dann einmal komplett auch senkst. Die Übung kann sich so ein bisschen unangenehm anfühlen, dadurch, dass wir diese Bewegung und auch diese Muskulatur einfach sehr selten trainieren und ja, der Körper sich so ein bisschen daran gewöhnen muss. Das ist gar nicht schlimm. Einfach erstmal machen und so ein bisschen reinfühlen, wie sich das anfühlt. Falls du zwischendurch Pause brauchst, gar nicht schlimm. Das ist eine sehr ungewöhnte Bewegung und ja, du brauchst einfach so ein bisschen Zeit, um dich da erstmal dran zu gewöhnen. Okay, wir kommen zu Runde 2. Wir fangen wieder von neu an und starten mit Seitheben. Das Ganze wieder im Stehen und dann wieder, wie gerade eben, die gestreckten Arme zur Seite heben und senken mit leicht gebeugten Ellenbogen. Wir legen los, 45 Sekunden. Achte wieder darauf, dass du aufrecht stehst und deine Arme möglichst durchgestreckt sind. Du darfst sehr gerne die Ellenbogen leicht beugen, um das Ellenbogengelenk so ein bisschen zu schützen. Und dann auch hier wieder die Hände so weit nach oben heben, dass sie ungefähr auf Schulterhöhe kommen. Und dann wieder den gesamten Weg senken und die Bewegung von neu ausführen. Noch 10 Sekunden. Sehr gut. Als nächstes wieder das Frontheben. Das heißt, wir wollen jetzt wieder die Hanteln vor unserem Körper heben und senken und auch hier wieder ungefähr auf Schulterhöhe kommen und dann den gesamten Bewegungsradius soweit mitnehmen. Wir legen los, 45 Sekunden. Achte auch hier wieder darauf, dass du aufrecht stehst und versuch tendenziell so ein bisschen deine Schulterblätter eher hinten zusammenzuziehen, während du die Bewegung machst, und die Hanteln so zu halten, dass die Handrückseite Richtung Decke zeigt. Auch hier kannst du wieder alternierend arbeiten, wenn du möchtest. Das heißt, wieder den einen Arm heben, während sich der andere Arm senkt. Und so kannst du dann so ein bisschen das Tempo bestimmen und wie viel Pause du zwischen den einzelnen Bewegungen brauchst, um dich auszuruhen und wieder die neue Bewegung anzufangen.
Sehr gut. Wir kommen wieder zu den Stuhldips. Also schnapp dir wieder deinen Stuhl. Wir stützen uns auf der Stuhlkante ab und machen wieder die Dip-Bewegung im Ellenbogengelenk. Wir legen los, 45 Sekunden. Achte wieder darauf, dass du mit deinem Rücken möglichst nah an der Stuhlkante bleibst und wieder nur im Ellenbogengelenk dich beugst und streckst, um wirklich hier die Trizepsmuskulatur und auch ein bisschen den Schultergürtel zu kräftigen und so ein bisschen in Form zu bringen. Falls dein Trizeps schon langsam etwas erschöpft sein sollte, bring gerne die Füße etwas näher zu deinem Körper jetzt heran, um etwas Gewicht auch an die Beine abzugeben, damit du wirklich diese 45 Sekunden auch durchziehen kannst. Geschafft. Wir machen weiter mit unseren Bizeps-Curls. Diese kannst du wieder entweder im Sitzen oder im Stehen ausführen. Die Arme so eindrehen, dass die Handflächen Richtung Decke zeigen und dann nur im Ellenbogengelenk beugen und strecken. Wir legen los, 45 Sekunden. Auch hier wieder darauf achten, dass du wirklich möglichst aufrecht sitzt oder stehst. Die Schulterblätter kannst du gerne wieder tendenziell etwas hinten zusammenziehen, Brust raus und dann wirklich den Fokus darauf legen, dass alles fest ist, außer das Ellenbogengelenk. Das soll sich beugen und strecken, um hier wirklich gezielt nur die Bizepsmuskulatur zu beanspruchen. Noch 10 Sekunden. Jawohl, wir machen weiter mit unseren Trizeps-Overheads. Diese kannst du auch wieder im Sitzen oder im Stehen ausführen. Gerne wieder mit einer Hantel, diese am Hantelkopf greifen und dann die gestreckten Arme über dem Kopf beugen und strecken. Wir legen los, 45 Sekunden. Auch hier wieder darauf achten, möglichst aufrecht zu sein. Deine Arme, wenn sie gestreckt sind, wirklich senkrecht zum Boden, genau gerade Richtung Decke und dann auch hier wieder alles festmachen, sodass sich nur das Ellenbogengelenk beugt und streckt. Wir wollen hier wirklich gezielt auf die Trizepsmuskulatur gehen. Noch 10 Sekunden. Und auch die Übung hast du geschafft. Wir machen weiter, wir kommen zu den Unterarmen. Erstmal die Unterarm-Curls vorne. Ellenbogen gerne wieder auf den Oberschenkeln ablegen, sodass die Handgelenke frei sind und dann diese beugen und strecken. Wir legen los, 45 Sekunden. Achte wieder darauf, dass du die Hanteln im ersten Durchgang von unten greifst, sodass deine Finger Richtung Decke zeigen und du dann hier wieder den gesamten Bewegungsradius mitnimmst, also wirklich dein Handgelenk so weit beugst, wie es geht und dann einmal von der Schwerkraft Richtung Boden sinken lassen und das Ganze von neu. Versuche beim Sinken lassen der Hanteln auch wirklich kontrolliert zu bleiben, also nicht einfach nur loszulassen und ruckartig die Hanteln Richtung Boden fallen zu lassen, sondern wirklich hier auch kontrolliert diese Abwärtsbewegung auszuführen. Und wir kommen zu unserer letzten Übung. Das Ganze einmal nochmal andersrum, sodass wir jetzt die Hanteln von oben greifen und dann auch die Rückseite unserer Unterarme noch einmal trainieren können. Auf geht's, die letzten 45 Sekunden. Auch hier wieder die Ellenbogen so ablegen, dass deine Handgelenke wirklich frei in der Luft schwingen und dann auch hier wieder daran denken, dass wirklich nur im Handgelenk gearbeitet wird. Wir wollen wirklich die Unterarmmuskulatur treffen und den gesamten Bewegungsradius mitnehmen. Also versuch wirklich die Hanteln so weit nach oben zu heben, wie es geht. Und noch 5 Sekunden.
Okay, wir haben es geschafft. Super. Puh, so, das war unser 15 Minuten Arm-Workout. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen ins Schwitzen bringen und dir ein gutes Workout bieten. Falls du jetzt auch noch deinen Oberkörper und deine Beine trainieren willst, kann ich dir auf jeden Fall dieses Video ans Herz legen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.